Fängt schon mal gut an, Leute, hä? Und damit herzlich willkommen zu Don't Knock Twice. Ich bin gerade im Hauptmenü. Um mich herum fliegen so Partikel, die echt gut gemacht sind. So über mir hängen so ein paar Käfige. Ich kann nicht erkennen, dass da irgendwie irgendwas drin ist. Ich glaube, im Hauptmenü sind noch keine Schocker. Das wird mich jetzt echt überraschen. Bisschen Rauch, es ist auf jeden Fall sehr, sehr düster. Ich muss euch echt sagen, ich habe bisher noch kein Horrorspiel auf der Vive gespielt und ich weiß, shame on you, LineTube, shame on you. Ich gehöre in einen dieser Käfige. Aber ich habe diese Horrorspiele gespielt, wo halt irgendwie irgend so eine Leiche auf dich zurennt, du musst sie halt abballern, das ist halt dieses Horror-Action-Gedöns. Aber so eins mit so einem immersiven Horror, wo du dich wirklich fürchtest, habe ich noch nicht und ich habe mich auch bewusst dagegen gestreut, weil ich Angst hatte. Angst! Ich im Internet zu blamieren! Okay, ich tue es mir an. Fortfahren, nicht wundern. Ich habe einfach nur geguckt, ob ich ins Spiel überhaupt komme und dann habe ich die direkt ausgemacht, weil ich wollte es eigentlich so echt wie möglich machen, ganz klar. Okay, dann drücke ich mal Neustart. Sie können herumlaufen, um die Umgebung zu erkunden. Dafür müssen wir eigentlich nur den Knopf hier drücken. Ich bin ein bisschen näher ran. So weit habe ich das ja schon gespielt. Drücke einmal, um die Notiz aus dem Briefkasten zu nehmen. Was ich euch sagen muss, die Entwickler haben es so gemacht, dass du eigentlich fast alles in diesem Spiel anfassen kannst. Ich nehme mir jetzt einfach mal die Notiz. Und die Notiz kann ich auch übersetzen. Klopfe ein. Moment. Klopfe einmal, um sie aus ihrem Bett zu wecken. Zweimal, um sich von den Toten aufstehen zu lassen. Ich hoffe, das war unheimlich genug. In dem Spiel geht es um eine Hexe. Und die macht uns wahrscheinlich das Leben schwer. Den Titel brauchen wir bestimmt nicht. Okay, sollen wir gleich zweimal klopfen? Ich denke, wir benutzen mal das hier dazu. Greifen Sie nach dem Türklopfer und klopfen Sie zweimal an die Tür. Ey, warum denn gleich zweimal? Das ist echt gut gemacht. Okay. So, bis hier habe ich gespielt. Mehr habe ich eigentlich noch gar nicht gemacht. Wir sind hier in einem Zimmer und ich werde irgendwie angerufen. Und ich traue mich einfach nicht dran zu gehen. Vielleicht ist es ja schon die Hexe. Denn ihr wisst ja, Hexen benutzen eigentlich immer Smartphones. Ist es überhaupt ein Smartphone? Was ist denn los? Ach du Scheiße. Habt ihr den Schatten gesehen? Habt ihr den Schatten gesehen? Fuck, ich hab jetzt schon gezahlt. Chloe, was ist los? Lass mich endlich in Ruhe. Das verstehe ich nicht. Das übersetzen wir mal. Lass mich endlich in Ruhe. Ah, Chloe. Ich dachte, du willst das auch. Na gut. Oh, das ist ja wie von Zauberhand. Das Telefon ist jetzt in ihrer Tasche. Sie können es jederzeit benutzen. Okay, gut. Um vielleicht die Polizei zu rufen. Hilfe. Wir sind eine Frau, also eine Mutter. Wir sind eine Mutter, die versucht, ihre Tochter aus den Klauen der Hexe zu befreien. Wenn ich das nicht schon im Intro erwähnt habe. Erkunden wir doch mal die Gegend, hä? Eine Zeitschrift. The Strugglers with Great, das übersetzen wir doch lieber mal. Am südlichen Rand der walisischen Täler steht ein atemberaubender Beispiel dezenten Baustils. Es ähnelt dem Stil des späten 17. Jahrhunderts. Als Kern steht ein mittelalterlicher, rechteckiger Turm und ein Innenhof, der den ungewöhnlichen Aufbau des Gebäudes verbindet. Dieser besteht aus Eingangshalle, Salon, Küche, Frühstückszimmer und einem Spielsalon. Am hinteren Teil des Hauses wurde eine sanierte Kapelle angebaut, die jetzt als Kunststudio benutzt wird. Das Haus ist mit Stufe 2 bewertet und wurde vor kurzem durch die neuen Inhaber, die Webb-Thomas-Familie, vollständig erneuert.
Ist das das Haus hier? Ja, bestimmt. Das ist ja eigentlich wie eine Karte. Kann man das auch irgendwie einstecken? Nee, eine Zeitschrift einzustecken, sieht auch sehr komisch aus, wenn du es versuchst, in die Hosentasche zu stopfen. Oh Mann, lass uns doch einfach mal uns ein bisschen umgucken. Wenn ich einen Herzinfarkt erleide, so dann wisst ihr, dann war das das letzte Video, das ich gemacht habe. Zum Glück bewegen sich die Bilder nicht. Schauen wir uns mal hier um. Wie gesagt, man kann hier eigentlich alles anfassen. Nur interessiert mich das hier gerade nicht. Hier ist ein Brief. Okay, übersetzen kann ich es nicht. Okay, ich denke mal, am Laptop können wir irgendwas machen. Oder? Ben Thomas. Das ist wahrscheinlich der Mann. Okay, es passiert noch nichts. Okay, klappen wir mal auf. Das ist seine Facebook-Seite. Ich höre das Knacksen. Okay. Oder vielleicht bin ich das. Schauen wir mal. Hier steht irgendwas beschrieben. Nehmen Sie den Kerzenhalter, um Ihren Weg zu beleuchten. Na, das hört sich doch schon mal vielversprechend an. Schon mal, ja, komm. Okay, dann muss ich, denke ich mal, hier hingehen. Das hier klingt ja eigentlich auch ganz logisch. Zünden Sie die Kerze mit dem Feuer an. Ja, ganz klar, komm. Es hat, glaube ich, geklopft. Kann mal jemand hingehen? Ich will nämlich nicht. Ja, ist okay, ist okay. Ach du Scheiße. Warum tue ich mir das an jetzt ohne Scheiß? Hallo? Sind Sie ein Triebtäter? Hallo? Triebtäter? Ja, wo klopft es denn? Wisst ihr was? Ich guck noch mal hier kurz. Ich guck noch mal hier kurz aus dem Fenster. Weil hier scheint der Mond so schön rein. Es klopft irgendwo, nur check ich nicht wo. Ist das wirklich die Tür gewesen? Na gut. Man sieht mich gar nicht, man sieht nur eine Kerze. Okay, dann gehe ich mal weiter. Vielleicht hört das Klopfen dann nochmal auf. Hi, 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 hi. Warum hast du den Strom abgeschaltet? Ich hasse dich. Ihr wisst ja, wie es bei Frauen ist. Wenn sie sagen, sie hassen sich, dann lieben sie dich. Also, ich denke mal, alles cool. Der Triebtäter ist hier bestimmt irgendwo. Hallo? Wollen wir erstmal nach rechts gehen? Das ist hier so klein geschrieben. Tagebuch von Chloe, 10. Oktober 2016. Sie hat mich vor so vielen Jahren einfach weggeworfen. Und jetzt schlendert sie in mein Leben zurück und erwartet, dass jetzt alles in Ordnung ist. Daraus wird nichts.
Sie soll mich einfach in Ruhe lassen. Sie versucht mich mit ihrem coolen Job und großem Haus zu beeindrucken. Aber es gibt keine Entschuldigung dafür, dass sie mich verlassen hat. Und ich hasse sie dafür. Wir sind jetzt Fremde. Sie ist nicht fähig, Mutter zu sein. Und sie schickt mich sicher zurück ins Heim, sobald ich sie langweile. Also, unsere Tochter hält nicht viel von uns, ha? Konnte ich da noch umblättern? Nee, ne? Soll ich hier nochmal zweimal knocken? Okay, die Tür ist zu. Gehen wir mal zur anderen Seite. Falls wir wieder zurückkommen. Erstmal anzünden. Okay, gucken wir uns mal hier um. Viel von der Karte habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Wir gehen jetzt einfach mal als erstes hier rein. Jetzt mal ein bisschen Brandschatzen. Okay, die ist auch zu. Verschlossen. Welche Tür? Die hat sich geöffnet, oder? Oder welche Tür hat sich geöffnet? Shit. Ich denke mal, das ist die. Oh, wie soll ich jetzt eine Zeitschrift lesen? Wer würde in so einem Moment eine Zeitschrift lesen? Die Geschichte hinter der preisgekrönten Künstlerin und Bildhauerin Jessica Webb Thomas. Eingebungen kann von überall, von allem kommen. Meine wird durch meine Beziehungen zu dieser Welt geprägt, zu der ich mich verbunden fühle. Seitdem ich 9 Jahre alt war, wusste ich, dass ich Künstlerin werden möchte. Ich habe es immer geliebt, mit Ton zu spielen. Aber erst während meiner Jugendjahre entdeckte ich meine Begabung für die Bildhauerei und ich liebe es, noch heute. Ich bin begeistert von Bindungen, die wir als Menschen... Kannst du jetzt mal aufhören? Ich bin begeistert von Bindungen, die wir als Menschen machen. Die stärkste Bindung ist zwischen einer Mutter und ihrem Kind. Aber ich glaube, die hat die Beziehung vollkommen versaut, wenn das Kind sie so abgöttisch hasst. Na gut, gehen wir mal weiter. Okay. Ich habe immer Angst, dass irgendwie irgendwas von hinten kommt. Also mit Bildern scheinen die nicht so wirklich zu interagieren. Okay. Hier gibt es echt viel zu lesen, muss ich sagen. Amt für Gesundheit und soziale Dienste, Abteilung für Jugendliche und Kinder, 2. September 2016. Antrag auf kurzfristiges Sorgerecht. Sehr geehrte Frau Webb, bitte betrachten Sie diesen Brief als eine Art Vereinbarung bezüglich Chloe Ann Webb. Anhand der Beweise und der Zusage von Chloe sind wir froh, Ihnen mitzuteilen, dass ein Probesorgerecht für Ihre Tochter eingerichtet werden kann. So viel zu tolle Beziehungen zwischen Mutter und Tochter, diese Lügnerin. Sobald eine Probezeit bestimmt wurde, schicken wir Ihnen einen endgültigen Brief mit der Bestätigung. Mit freundlichen Grüßen, Julia Andrews, Abteilung für Jugendliche und Kinder. Okay.
könnte mir vorstellen, dass dieses Radio jetzt angeht, wenn ich vorbeilaufe. Nee, doch nicht. Ja, das hätten sie besser machen können. Okay, das ist verschlossen. Die Tür vielleicht. Die ist auch verschlossen, okay. Gleich wieder zugemacht. Ist das ein Hirschkopf? Upsa, scheiße. Ich muss das die ganze Zeit halten. Irgendwann wird es anstrengend. Hallo, Triebtäter? Ey, es klopft immer irgendwo. Ich glaube, das ist das Zimmer, aus dem wir herkommen. Nee, nee, kommen wir nicht. Bin ja schon viel weiter gelaufen. Überall Stimmung, wenn die Hexe kommt. Da, da! Ist das Chloe? Ich glaube, das ist Chloe, Leute. Ich glaube, das ist Chloe. Hallo? Chloe? Fuck. Fuck. Warte, 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 warte. Shit, 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 shit. Du wirst mich wieder verlassen, nicht? Du selbstsüchtige Hure. Setzen wir erstmal, sonst weiß ich ja nicht, was sie geschrieben hat. Du wirst mich wieder verlassen, nicht? Du selbstsüchtige Hure. Wie kannst du es wagen? Okay. Stylisch ist es gemacht. Muss ich den lassen. Hä? Wo soll ich denn sonst hin? Ach, ich muss vielleicht wieder zurück. Ich muss nach oben. Ja, das macht das einzige Sinn, außer die Tür hat sich jetzt geöffnet. Ja, doch, die hat sich geöffnet. Irgendwie spinnt es gerade so ein bisschen, muss ich sagen. Sie ist offen. Aber hier geht es ja auch weiter. Ah, das ist die Tür. Ja, da kamen wir ja schon her, also müssen wir da lang. Aber ich glaube, da kommen wir. Oh, Moment, oh. Moment, Moment. Da ist eine unsichtbare Wand. Ich dachte, ich könnte das vielleicht abfackeln. Hallo? Okay, ein paar Bugs hat scheinbar immer noch. Dann gehen wir doch einfach wieder rein. Sie interagieren doch mit Bildern, Leute. Oder mit Spiegeln. Doch, Bilder war's. Heieieiei. Ey, das musst du doch jetzt nicht sein, oder? Hallo? Ja, da komme ich doch her. Da klopft's halt immer noch, ne? Ach, soll's halt klopfen. Ich bin zu blöd. Habe ich nicht hier schon eine Kerze angemacht? Kann ich vielleicht jetzt hier rein? Nee.
Was ist denn jetzt schon wieder geöffnet? Oh Mann, ey. Wenn ich die eine Tür öffne, öffnet sich auch die andere. Das ist witzig. Okay, ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Meine Kerze. Ich will's aufmachen. Oh, shit. Der Schatten meiner Hand. Okay, ich brauche vielleicht doch noch das andere. Vielleicht laufe ich doch ganz kurz zurück und mache die Kerze erneut an. Mal so ein bisschen Licht wäre schon nicht schlecht. Jetzt habe ich mich verlaufen. Okay, wir gehen nochmal zurück. Seht ihr das? Das war vorher nicht so. Die hatten vorher nicht so ein blutiges Face. Und da ist Blut. Das fiel mir aber vorher auch nicht auf. Okay. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Ich habe die Lage erkannt. Okay. Vor allem haben die alle so ein blutiges Face. Kommen wir hierher? Hier kommen wir her. Oh, da ist noch eine Zeitschrift. Ich stelle mich mal in die Richtung. Bridgend Insider, 12. Oktober 2016. Weiteres Kind vermisst. Ein örtlicher Junge ist einer von mehreren in den letzten Wochen verschwunden gegangenen Kinder. Man sah ihn zuletzt, als er mit seinen Freunden Klingelstreiche vollführte. Hat er wohl an der falschen Tür geklopft, was? Gucken wir, ob wir irgendwie irgendwas im Spiegel sehen, außer unsere Kerze. Ich bin ja selbst ein Geist. Die Hexe sollte sich vor mir fürchten. Oh, ein Schmetterling. Nee, ist eine Motte. Kein Schmetterling. Okay, ist zu. Ist jetzt Mitternacht? Hier ist noch eine Tür. Ja, aber die hat ja noch nicht mal einen Türgriff. Okay, was steht hier? Okay, das kann man nicht lesen. Die Hexe war doch oben. Oder Chloe auch. Schauen wir doch mal nach oben. Das ging mir zu schnell. Okay. Methadon! Frau Webb Thomas. Verschreibung Methadon. Die Tablette in mindestens 300 Milliliter Wasser, Orangensaft oder andere alkoholfreien Zitrusgetränke auflösen. Lassen Sie die Tablette sich komplett in der Flüssigkeit verteilen und dann sofort austrinken.
So ein unnötiger Scheiß. Okay, gehen wir weiter. Ich meine, wir müssen Chloe retten. Unsere geliebte Tochter. Also, Zeitschriften gehen einem hier nicht aus, muss ich sagen. Oh, da ist der Klingelstreichboy. Es ertönt eine düstere Musik. Kind vermisst. Ein neunjähriger Junge, Höhe 1,50, Haarfarbe braun. Vermisst seit Montag, der 10. Oktober 2016. Er trug einen dunkelroten Pullover über weißen T-Shirt, blaue Jeans mit weißen Turnschuhen. Bei jeglichem Hinweis bitte folgende Nummer anrufen. Wollen wir es gleich mal machen? Dann kommen die vielleicht hier mal zur Hilfe. Aber dem Jungen begegnen wir sicherlich noch. Na gut, gehen wir weiter. Cool wäre es, wenn man in dem Spiegel irgendwie irgendwas sehen würde, was nicht da ist. Das wäre cool. Und so weit haben die wahrscheinlich nicht gedacht. Was ich jetzt so gemacht? Ich soll den Spiegel machen. Chloe? Chloe? Bist du hier drin? Chloe? Komm raus, wo auch immer du steckst. Kampfformation Alpha. Okay, ruhig bleiben. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Noch ein Tagebuch? Okay. Ach, das Türzeug kennen wir doch schon. Tagebuch von Chloe, 31. Oktober 2016. Ich habe so einen Jungen beim Klingelstreich ausüben erwischt und habe ihn erstmal mit ins Haus gezogen. Ich hatte einen Traum, den Traum, einen Traum zu haben. Ich hatte einen Traum, nachdem ich letzte Nacht mit dem ganzen rituellen Zeug rumgespielt habe. Aha! Da haben wir es doch! Die Bitch hat einfach mal mit irgend so einem rituellen Zeug rumgemacht. Wahrscheinlich dieses, wie aus Paranormal Activity, dieses Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Und dann kommt die Hexe. Das ich gefunden habe. Es war weniger ein Traum, mehr wie das Durchleben einer Erinnerung. Diese schreckliche Tür. Sie tauchte vor mir auf. Sie hatte diesen Ziegenkopf, der mir Angst machte. Die verlorenen Kinder, genau die aus den Nachrichten, standen vor mir an der Tür. Und ich schrie: Klopf nicht! Klopft nicht an die Tür! Zwei laute Klopfe und ich erwachte in kaltem Schweiß. Ich weiß, es ist nur ein Traum. Und ich, Baba Yaga, ist Schwachsinn. Aber es wirkt so real. Aber mir wirkt das auch sehr real. Ganze Sache. Okay. Hallo? Ey, ich höre ständig irgendeine Tür sich öffnen, aber irgendwie ist da nichts offen. Ich war drogensüchtig und ich hasse diesen Ausdruck, aber es ist wahr. Als es sehr schlimm war, dachte ich, dass es dir mit jemandem anderen besser gehen würde. Ich wollte dich früher zurückholen, aber es wurde mir verboten. Sie sagten, ich sei nicht bereit, aber jetzt bin ich es. Chloe, ich liebe dich. Also die Notizen, ja, gehen hier echt nicht aus. Okay, was steht denn hier? Chloe, I'm sorry. I cannot help father. I hope the little info I send can help you. To moon, spells, myth, magic. Hallo? Na gut, da drüben ist noch eine Notiz. So ein kleiner. Oh! Noch ein Kind. Jess und Chloe. Das ist wahrscheinlich Jess und Chloe, sieht man nicht. Warum kann ich das ganze Zeug nicht einstecken? Okay.
Ist ein Wandschrank? Soll ich in einen Wandschrank gehen? Jetzt wirklich? Ich will aber in keinen Wandschrank gehen. Kernformation 2! Oh mein Gott. Aha. Was zum Teufel ist hier los? Ist da noch jemand? Was will sie mir damit sagen? Was zum Teufel ist hier los? Ist da noch jemand? Ah. Ja, okay, das war so mittelunheimlich, ne? Ich habe schon langsam keinen Bock mehr auf diese scheiß Kerze. Das ist so ein Matruschka-Kopf. Cool. Soll ich jetzt alles kaputt schlagen, damit sowas passiert? Ja, ich denke mal, wir können bestimmt wieder raus, oder? Hallo? Keinen Bock mehr auf Licht. Ich balle meine Fäuste und dann geht's los. Okay, das ist keine Faust, aber ich könnte einen Kratzkampf machen. Los, komm her! Stell dich mir! Fehlt noch ein bisschen Schlamm und dann machen wir einen Kratzkampf. Ach, das ist die Notiz, die ich weggeworfen habe. Okay, die Tür ist wieder offen. Okay, die Schränke kann ich schon mal nicht öffnen. Kampfformation 3. Eieiei. Cool bleiben. Es wackelt nur ein bisschen Licht. War bestimmt der Wind. Untersuchen wir die ganze Sache. Okay. Das war auch nur der Wind. Das war nur der Wind. Ganz ehrlich, du kannst sie behalten. Nimm sie dir, aber lass mich gehen. Ihr Fleisch ist viel jäger als mein. Also am Ende liefern wir uns wahrscheinlich echt noch einen Kratzkampf, wenn es so weitergeht. Was ist hier gewesen? Oh, geh doch auf. Okay, das war mein eigenes Handy. Ich bin schon paranoid. Oh, ein Hexenzirkel. Yay. Sowas passiert, Leute, wenn man sich Kinder anschafft. Du guckst einmal nicht hin und die bauen im Keller irgendeinen Hexenzirkel auf. Und schon hast du den Salat. Nur eine Statue. Hoffe ich. Ah, in der einen Nachricht stand doch, dass sie irgendwelche Skulpturen macht. Das wollte ich gar nicht. Vorderseite, Jesse Webb Thomas, das sind wir. Saphir-Preisträger 2016. Rückseite, schwarz. Wasser aus der Quelle, um die unschuldigen verschlungenen Seelen zu reinigen. Wir sind hübsch. Wirklich hübsch.
Hier ist es echt cool, muss ich sagen. Wirklich sehr, sehr cool. Okay, Leute, das soll es für den ersten Teil gewesen sein. Richtig, richtig, doch, ganz cooles Game. Ich glaube, das baut noch richtig an Spannung auf. Ich hoffe, ihr schaltet in der zweiten Version mit ein. Wenn es heißt, Don't knock twice.